Leute, Ausgabe 22, kurz gefragt, kurz geantwortet, heute im neuen Client nochmal ein ganz kurzer Hinweis, es sind nicht mehr 10 Fragen in diesem Format, sondern 5, dafür kommen mehrere Folgen raus und wir sind so ein bisschen agiler, erleichtert mir auch so ein bisschen die Arbeit beim Verlinken und Unterstützen hier mit Videos, ne, weil ich immer nur 5 hier als Kontingent habe, die ich vergeben kann und bei 5 Fragen wäre das quasi ein Heimspiel, nein, es ist sogar ein Heimspiel, weil wir jetzt bei 5 Fragen angekommen sind. Und damit wir hier wie immer keine Zeit verlieren, ja, schaut euch die restlichen Videos an, schaut mal in die Infoboxen rein, da ist ein Inhaltsverzeichnis mit Zeitstempel, könnt ihr vorher gucken, um welche Themen es geht und ich würde sagen, wir fangen an, Ausgabe 22 mit der ersten Frage. Tarantula DJ fragt in Bezug auf Vogelspinnen, Gegenfrage, was sind denn noch gerechtfertigte Preise und was einfach nur Abzocke? Oder wo sollte man vielleicht beim Kauf aufpassen, in Klammern, wenn man also ein etwas teures Tier kaufen möchte? Welche Arten sind mehr wert als andere und warum? Tarantula DJ, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal ist es natürlich Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage reglementiert den ganzen Planeten, ja. Und es ist so, dass es sehr prominente Arten gibt, wie zum Beispiel Theraphosa, die einst echt wenig Geld gekostet haben. Ich habe damals ein adultes Tier bei Claudia 1999, da hatte sie gerade ihren Shop aufgeschlossen und ich bin damals, glaube ich, über die Zeitung Reptilia darauf gestoßen, mit so einer Anzeige. Ich glaube 55 D-Mark waren das. 55 D-Mark. Also die haben alle damit so, wenn das jetzt nicht das Tier war, auf der Börse irgendwo eine adulte Theraphosa Blondie, hast du für 50 D-Mark bekommen. Umrechnung, ne, sagen wir mal kurz 1 zu 2 oder 2 zu 1, wären das heute so um die 25 Euro. Ne? Das kann man nicht mehr vergleichen, soll man auch nicht, aber ja. Zwischendurch haben sie dann tatsächlich, adulte Tiere habe ich zwischendurch für 550 bis 650 Euro gesehen. Boah, wie kommt das denn auf einmal? Ein paar Jahre später so viel Geld? Ganz einfach, und zwar gab es gar keine Wildfänge mehr, es gab gar keine Importe mehr, sondern das wurde damals gestoppt. Es gab ein Import-Export-Verbot und daraufhin sind die Preise einfach hochgeschnallt. Und zig hunderte Prozent, ja. Und das gibt es auch bei anderen Arten. Damals zum Beispiel Gramostola rosea hat auf der Börse so bei, ja, ich würde sagen, wenn es gut bezahlt war, 15 D-Mark gekostet. Dann hat man wirklich tolles Tier bekommen. Es gab auch Tiere teilweise für unter 10 D-Mark, adulte Tiere. Ne? Heute kostet so ein Tier zum Zeitpunkt dieses Videos 130 Euro, 150 Euro, 170 Euro. Aber du hast recht und deine Frage ist berechtigt. Ne? Wo fängt es an, wo hört es auf? Was ist Abzocke? Ich kann euch eins sagen, wenn sich jemand bei mir meldet, wie es aktuell hatte und er möchte eine Spinne haben, ne, und einen Sling, dann sage ich, boah, das mache ich normalerweise nicht, ja, weil es lohnt sich im Endeffekt nicht, diesen Aufwand für mich auch einfach zu betreiben und dann einigt man sich irgendwie, ja, und die Einigung ist dann so, wo ich sage, pass mal auf, dann gibst du noch was in die Spendenkasse, ne, ihr wisst ja wofür und weshalb, auch wenn ich Bücher verkaufe, es geht alles da rein, dann einigt man sich, ne? Man unterhält sich und dann ist am Ende, sind alle zufrieden, aber gesund gestoßen hat man sich dabei nicht. Wenn ich mir aber den Markt anschaue oder auch Shops, dann gibt es wirklich Preise von bis, ja, und teurer nicht gleich besser, weil manchmal, es kommt auch so ein bisschen auf die Angebotspräsentation und das Marketing an. Mir ist zum Beispiel ein Shop bekannt, wo die Tiere auch mehr kosten, das ist auch eine gute Adresse, allerdings sind die Fotos so derart aufgepumpt und bearbeitet, dass das einfach nichts mit dem Tier an sich zu tun hat, wenn man es empfängt. Ja, da sieht die Hypatria pulchripes aus, als wenn es eine Taschenlampe wäre, als wenn die leuchtet vorne, als wenn da LEDs verbaut sind. Ja, so sieht das aus und das entspricht einfach nicht der Tatsache. Und dann wird da nochmal ein exorbitanter Preis dran geschrieben, wo ich mir sage, ja, den kann man auch dafür zahlen, das ist jetzt nicht verwerflich. Aber das eine mit dem anderen, dieses harte Marketing hat ja auch was, hat ja auch einen Hintergrund. Ich kann dir nur eins sagen, erkundige dich auf dem Vogelspinnenmarkt, ob das Spider City ist oder Terraristik.com, auf mehr Seiten gucke ich auch gar nicht, alles andere interessiert mich auch nicht, das sind für mich zwei einschlägige Seiten und mehr brauche ich nicht seit vielen Jahren.
Und da schaue ich, vergleiche ich einfach, ne? Und am Ende liegt es bei mir weniger beim Preis. Also ich achte da überhaupt nicht aufs Geld, sondern eher dann tatsächlich, woher die Tiere kommen, ne? Das ist mir insbesondere wichtig. Dann gibt es noch diesen Wahnsinn, dass irgendwelche neuen Arten nach Hochrechnung tun sich welche zusammen, wollen züchten. Da gab es auch schon böses Blut in der Vergangenheit. Da halte ich mich raus, will ich auch nicht weiter kommentieren. Aber wenn ich dann sehe, dass da hier Slings, Pamphopoetus Species Solaris zum Beispiel, ist eine relativ attraktive anzusehende Spinne. Da waren die Slings in N1 oder FH1, wie manche sagen, bei knapp 250 Euro. Mir wurden damals dann Tiere angeboten für 160 Euro. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das rechtfertigt das für mich einfach nicht. Ja, also keine Spinne kann so selten sein und so, dass ich für so einen kleinen Stecknadelkopf so viel Geld dafür bezahle. Ihr wisst sicherlich, dass ich sowieso viel Geld für Spinnen ausgebe. Ja, wurde ich auch schon ein paar Mal dazu befragt, irgendwie, wow, ne, was, wie und warum und so. Daran liegt es nicht. Mir liegt einfach die Verhältnismäßigkeit. Die ist für mich nicht greifbar in manchen Momenten. Und da sage ich mir so, nee, mache ich nicht. Ne? Das ist so, wo sich manche so dran gesund stoßen und dann erzählt man sich gegenseitig, man macht das rein aus Interesse. Aus Interesse kann ich jede andere Vogelspinne züchten. Wenn ich Interesse an diesem Prozess habe, dass Leben entsteht, dann brauche ich keine Spinne, wo das Sling 200 Euro kostet und teilweise damals noch mehr, sondern kann ich das eigentlich auch mit einer Lasodora parahybana machen, wo so ein Sling irgendwie ein F1 1 Euro kostet. Ne? Also, oh, schwierig. Ne? Deswegen, Angebot und Nachfrage ist es letztendlich. Es gibt so Arten, da bricht immer wieder ein Hype los. Es gibt auch Evergreens, die immer, immer gehen. Chromatopema, Cyanae pubescens zum Beispiel, Caribena versicolor. Das sind so Arten, die immer gut funktionieren oder wo auch die Nachfrage da ist. Und dann gibt es wieder so Arten. Es gab eine Zeit, da hat sich keiner für Teltocatl, Brachypelma albopilosum, ne, Brachypelma albopilosus, Teltocatl albopilosum, Teltocatl albopilosus sind wir jetzt heute interessiert. Ne. Jetzt mit den Nicaraguas und so, wo da wieder frisches Blut quasi über den Teich kam und man die hauseigenen Tiere auffrischen konnte, die Bestände, da hat diese Art wieder an großer Beliebtheit gewonnen. Ne. Ich könnte da Bände sprechen, auch bei Reptilien, und ich glaube, das ist auch auf dem Ziegen- und Pferdemarkt und Katzen und Hunde ist das genauso. Wenn man so Jahrzehnte zurückblickt, dann gab es immer irgendwie so Trends. Bis heute. Und die wird es auch in der Zukunft geben. Und das regelt den Preis. Ganz einfach. Wie bei allem anderen auch. Vladi schreibt, hey Dennis, ich hatte mal eine Frage. Wie verhält es sich eigentlich mit dem Monocentribus bifuri in der Gruppenhaltung verschiedener Kokons? Also, wenn ich beispielsweise eine Gruppe von 10 Bifuri-Slings habe und dazu weitere Slings aus anderen Kokons hinzufügen möchte, ist das möglich oder würden die sich gegenseitig fressen wollen? Ich würde nämlich gerne meine bestehende Gruppe um weitere Tierchen erweitern und dann kam mir die Frage, ob es nicht eventuell doch eine schlechte Idee ist. Vladi, das ist eine sehr gute Frage und zwar bei Monocentrobus bifuri kann ich dir keine Garantie geben. Ne? Ich kann dir sagen, wie ich es mache, wie ich es gemacht habe und mit meiner Erfahrung aus diesen wenigen Fällen sehr gut lief. Tiere unterschiedlicher Kokons zusammenbringen, im Endeffekt kein Problem. Man sollte jetzt aber nicht irgendwie eine bestehende Gruppe haben in einem Terrarium und sollte da eine zweite hinzugeben. Da empfehle ich grundsätzlich Terrarium neu aufsetzen. Genau, alles neu anordnen und die Tiere da zusammen reinmachen. Als ich damals meine Tiere, die habe ich ja 11 Tiere subadult, adult zusammengesetzt und das hat auch ohne Probleme geklappt, außer in einem Fall. Und zwar wurde sich relativ schnell ein Männchen ja, geschnappt und weggesnackt. Obwohl die Tiere alle sehr gut genährt waren. Ne? Trotzdem wurde er einfach nur, ja, wurde gar nicht richtig gefressen, sondern einfach nur kaputt gemacht. Getötet. Hört sich blöd an, ist aber so, passiert. Ne? Und das sollte natürlich dann vermieden werden, deswegen fragst du ja auch. Und von daher mein Tipp. Nimm ein Terrarium,
setz das neu auf oder nimm das alte, nimm die Tiere raus, setz das neu auf und führe diese Tiere dann zusammen. Bestmöglich haben die auch in etwa die gleiche Größe. Ja, das ist so die beste Situation, dass keiner irgendwie auch von Kräften her überlegen ist. Ne? Und dann hast du es im Endeffekt schon. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Mario, weiß ich, ist mittlerweile ein Mitglied hier auf dem Kanal. Deswegen markiere ich den einfach auch mal entsprechend. Und Mario schrieb: Hallo, ich habe diese Woche im Tiergarten Schönbrunn eine Tetukatel albopilosus gesehen. Die war sehr groß und wuchtig, einfach gigantisch. Bleiben sie in kleineren Terrarien kleiner? Sie hatte ein wirklich großes Terrarium mit freundlichen Grüßen. Ja, Mario, das ist wahrscheinlich eine Beobachtung, die viele noch nicht machen konnten. Und zwar, ich sage ja immer, dass ich empfinde, dass auch Brachypelma tiltokatl, dass das wirklich sehr große Tiere sind, genauso wie Gramostola. Und ich vermute, du hast ein sehr, sehr altes Tier dort gesehen. Wenn die denn 18, 20 Jahre alt geworden sind irgendwann, es bis dahin geschafft haben, man hat es geschafft, sie so zu pflegen, dass sie dieses Alter erreichen, dann sind das echte Brummer. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Das liegt ein bisschen daran, dass alle Tiere, die wir immer so sehen, relativ jung sind. Ja, das ist auch, wenn Leute meine Lasiodora parahybana sehen, die ist ja mittlerweile auch schon ja, deutlich über 18. Dieses Tier ist einfach mega riesig. Ja, viele sagen, ja, mein Tier in dem Alter war, glaube ich, nicht so groß. Ja gut, dann hängt es halt ein, zwei Häutungen hinterher. Ne? Die machen ja dann auch nicht mehr so die Sprünge, aber im Grunde genommen wachsen sie ihr Leben lang. Und ich denke, das wird der Grund sein. Ich schließe jetzt mal aus, dass das Tier vielleicht auch falsch deklariert war und es keine Brachypelma oder, sorry, Tetukatel albopilosus war, sondern irgendwas Großwerdendes. Ne? Pamphobetheus gab es auch schon mal, Lasodora. Ne? Das schließe ich jetzt mal aus. An sich werden diese Tiere wirklich sehr, sehr groß. Gut, groß, was ist klein, ne? Aber ich sag mal, alles, was so gute Handfläche ist, ist für mich eine wirklich richtig große Spinne. Ne? Und ja, vom Terrarium her, manche sagen das, ja, ne, das macht Sinn, dass sie schnell wachsen, wenig wachsen und so weiter. Ich glaube fest daran, signifikanter Anteil ist, dass diese Tiere denn ein entsprechendes Alter hatten und auch gut gepflegt wurden und dann natürlich auch gewachsen sind. Ich habe mal erzählt, auch ganz kurze Anekdote noch. Ich war in Hamm, das war die letzte Börse, wo ich war, in Hamm, Dezember 19. Und da habe ich eine Acanthoscuria geniculata gesehen. Ich habe noch nie ein so großes Tier gesehen von Acanthoscuria geniculata. Das war einfach Wahnsinn. Ich muss sehr oft an dieses Tier denken. Dieses Tier wurde auch verkauft. Die ist für einen relativ hohen Preis für Acanthoscuria geniculata weggegangen. Die haben 150 Euro oder so. Und ich bin gerade auf den Stand hinzugekommen. Hat jemand aus Krefeld angeboten. Und brachial. Riesig. Ja. Toll, wenn Tiere so alt werden. Ne? Aber alle müssen nicht so alt werden. Genauso wie bei Menschen. Tarantula DJ, hast du Tiere, die bei der Naturschutzbehörde gemeldet sind und wurde da schon mal irgendwas geprüft? Oder hat es wegen der Tierhaltung schon mal einen Besuch oder eine Prüfung gegeben? Ja, alles, ja, alles wirklich, ja. Also, ich habe natürlich Tiere, die sind im Washingtoner Artenschutzgesetz 2 aufgehangen. Das heißt, von Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Dann gibt es auch Anhang 1, stark vom Aussterben bedroht. Und die sind natürlich auch gemeldet. Ja, es gibt Tiere, die sind dann meldepflichtig, es gibt Tiere, die sind nicht meldepflichtig. Ne? Die Tiere, die ich hier alle gemeldet habe, sind hier mit der Dame, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, alles abgestimmt. Man hat mal kurz gesprochen, im Mailkontakt, bin ja auch umgezogen. In meiner hier war auch noch niemand, aber kann jederzeit kommen. Ne? Schlimmste, was passiert ist, dass dann vielleicht mal nicht durchgesaugt ist oder irgendwie noch Boxen rumstehen oder so, aber sonst alles tipitoppi. In meiner alten Heimat gab es das auf jeden Fall, da ist das so gewachsen, ne? Da hat man auch irgendwie noch richtig guten Kontakt gehabt, also ich zu dem Sachbearbeiter, ne? Ich wollte gerade Veterinär sagen, das ist kein Veterinär, sondern war Sachbearbeiter der Naturschutzbehörde.
oder der Zweigstelle der Naturschutzbehörde, die dann quasi auf Bundeslandebene quasi verteilt war in Niedersachsen. Und ja, da hatte ich einen guten Kontakt hin. Und dann, wenn man irgendwie, ja, das will nicht sagen, es hat sich eine Freundschaft aufgebaut oder so, ne, aber dann beim Radfahren, ne, ich habe an einem Leine-Radweg gewohnt und rufe den und sage, ey, Herr H., ja, und er hält an mit seiner Frau sonntags mittags, ne, und sagt, ach hier, Mensch, ach hier wohnen, ach stimmt, ja, hier wohnen Sie ja, ja. Ich sage, Mensch, wenn Sie schon mal hier sind, wollen Sie nicht vielleicht mal hereinkommen? Ja, und dann hat er sich das angeschaut und war völlig fasziniert. War jetzt kein Kontrollbesuch als solcher, nein, aber er hat sich das angeschaut und ja, dann hatte dann davon auch erzählt und dann hieß mal, ja, komm mal vorbei und gucken uns das an, weil alles groß, riesig und so, bei den Eltern alles voll im Keller und so weiter, ne? Aber ja, so richtig aufgrund von, jetzt gibt es hier irgendwie Probleme oder so, nein, wurde auch immer alles sauber gemeldet und alles tutti. Ja, und ich glaube, da sollte auch von euch keiner Angst und Bedenken vorhaben. Ich kann das immer wieder betonen, dass ich mit den Behörden, Veterinäramt und so weiter nur gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich was wissen wollte, habe ich da angerufen, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich was wissen wollte, habe ich mal bei Herrn Lahnhof angerufen. Sehr nett, sehr kompetent, sehr freundlich, man nimmt sich richtig Zeit. Also ich muss sogar sagen, dass sich da an dieser Behörde oder an diesen Behörden andere mal ein Beispiel nehmen könnten. Andere Behörden, Ordnungsamt und Straßenverkehrsamt und, ne? Aber alles, was mit dem Veterinäramt zu tun hatte, tippitoppi, kann ich nichts Schlechtes darüber berichten. Jetzt spiele ich die Frage zurück. Mich würde es gerne mal interessieren, ob euch schon mal etwas widerfahren ist oder Kontrolle oder irgendwo etwas quasi bemängelt wurde. Kann ja sein, ne? Das macht ja auch jeder unterschiedlich. Auch schon mal gehört, dass da mit einem Maßband durchgegangen wurde und sagte, ja, das Terrarium müsste irgendwie 20 cm länger sein, ne? Ja, aber es ist ja irgendwie auch dafür 80 cm tiefer, ne? Ja, geht es jetzt hier um Quadrat oder geht es um die Maße an sich? Das sind ja Mindestmaße, ne? Deswegen kann ich dann sowas auch verstehen und dann unterhält man sich und dann findet man eine Einigung, ne? Und tauscht man sich aus und dann passt das, ne? Es würde mich deshalb mal interessieren, ob ihr da irgendwas quasi erfahren habt. Jo Leute, 5 Fragen sind schon wieder vorbei. Ich finde das, glaube ich, ganz angenehm, dieses Kurzweilige hier, ne? Also es ist eher kürzere Folgen zum Wegsnacken, wie ich zitieren darf. Und freut mich insbesondere, wenn das Format weiterhin so gut ankommt. Weitere Folgen werden natürlich folgen und ich hoffe, wir sind bald wieder auf Live-Ebene unterwegs und dann haben wir den 1-zu-1-Austausch nach wie vor, wie wir ihn natürlich wollen und auch kennen. Also bis dahin, euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Thank you.